Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass die Plätze fast voll sind. Herzlich willkommen an den Livestream. Schön, dass du da bist, dass du es dir gemütlich gemacht hast. Die Predigt heute geht darum, dass wir einander dienen. Ich werde das erklären und vorher werde ich noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Wegweisung gegeben hast für unser Leben. Danke, dass du uns auch Wegweisung gibst für uns als Kirche, woran wir uns orientieren können. Das finden wir in der Bibel. Herr, ich bitte dich, dass du Herz und Ohr aufmachst, jetzt in dieser Zeit, um dein Wort zu verstehen, zu hören und anzuwenden. Amen. Wir sind eine Kirche, die hat ein Ziel. Wir sind eine Kirche, die hat eine Vision, wie es in Zukunft aussehen könnte. Wir haben das zusammengefasst in den zwei Schlagwörtern: Wir wollen als Christ wachsen und wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Und wenn ich sage, wir wollen als Christ wachsen, heißt das, dass wir in zwei Dimensionen wachsen wollen. Einmal möchten wir in der Gottesbeziehung wachsen, die horizontale Dimension. Wir glauben ganz fest, wenn wir nah bei Gott sind, tut uns das gut. Gott, der Vater, der Hirte, der vergebt, der Leben wieder in Ordnung bringen kann. Und wenn die Beziehung zu Gott gut ist, dann geht es mir gut. Aber gleichzeitig wollen wir auch wachsen in die horizontale Dimension. Wir möchten zueinander wachsen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sich ein Leben in Gemeinschaft überlegt hat. Nicht zuletzt in der Ehe, wo zwei Menschen eins werden, sondern auch in der Kirche, wo Menschen zueinander wachsen. In welcher Form auch immer. Ich erlebe es leider so, dass die Beziehungen zu Menschen manchmal schwierig sind. Das erzähle ich regelmäßig hier und das stimmt auch regelmäßig. Aber ich erkenne einen Zusammenhang zwischen meiner Herausforderung mit zwischenmenschlichen Beziehungen und meiner Verbindung zu Gott, die ich habe. Und meine These ist, immer wenn wir Probleme mit Menschen haben, kann es auch daran liegen, dass unsere Gottesbeziehung ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich ermutige dich schon heute, stärke die Gottesbeziehung und ich denke, dass dann auch die Beziehung zu Menschen wieder entspannter wird. In der Predigtreihe haben wir schon davon gehört, wie das gemeinschaftliche Leben aussehen kann. Wir haben gehört, dass es eine aufopfernde Liebe zueinander ist, die Gemeinschaft fördert. Wir haben davon geredet, dass wir unsere Probleme ans Kreuz bringen können und immer wieder einen Neuanfang starten können in der Beziehung, in der Freundschaft, in der Gemeinschaft hier. Und letzte Woche haben wir davon geredet, dass man sich auch verwundbar machen darf in Hauskreisen, verwundbar machen darf, dass man sich öffnen darf und erleben kann, man wird von anderen getragen. Ich stelle euch heute einen weiteren ganz wichtigen Aspekt vor, wenn es um eine beziehungsreiche Gemeinde geht, um eine beziehungsreiche Kirche. Und das ist das Dienen. Wie geht Dienen? Ich mache es mal so. Dienen hat zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, ich nehme mir ein Handtuch und dann setze ich mich an einen Tisch und dann will ich bedient werden. Dann bin ich das Zentrum und alles muss sich um mich drehen. Wie der Brummkreisel, von dem Erhard mal geredet hat. Alle Predigten sind online, hört euch das gerne an. Er hat davon geredet, ich möchte mich von allen bedienen lassen. Ich bin das Zentrum, ich bin wichtig. Und wenn ich in eine Gemeinschaft trete, in meine Beziehung mit meiner Frau oder mit meinem Partner, wenn ich in die Kirche trete, wenn ich im Hauskreis bin, wenn ich auf der Arbeit bin, eigentlich sind alle dafür da, mich zu bedienen. Und ich will und ich will und ich will. Und dann erwarte ich, dass alle etwas für mich tun. Und ich bin richtig angegriffen, wenn ich nicht das bekomme, was ich will. Ich will etwas bekommen. Ich will etwas haben. Ich will, dass mich andere bedienen. Ihr hört schon raus, das ist eine sehr schwierige Haltung beim Dienen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von euch mindestens 5 Leute in seinem Umkreis kennt, die so eine Haltung haben. Wenn ihr niemanden in eurem Umkreis kennt, Hand aufs Herz, vielleicht seid ihr diese Person, ich weiß es nicht, das müsst ihr prüfen. Aber es gibt noch eine zweite Form des Dienens. Und diese Form ist,
wie kann ich dir dienen? Ich kann wie ein Ober, wie ein Kellner, wie ein Diener rumlaufen und sagen, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich machen, dass es dir heute besser geht? Ich frage das meine Tochter manchmal, wenn sie, und sie kann auch nicht sprechen, wenn sie etwas blabbelt und irgendwo hinzeigt und da sagt, dann frage ich, liebe Tochter, was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir bringen? Wie kann ich machen, dass du nicht schreist? Ich wünsche mir so sehr, dass ich dir helfen kann. Und das ist eine dienende Haltung. Ja, und damit ist eigentlich schon ganz schön viel gesagt. Es gibt zwei Formen. Es gibt die Form zu dienen und es gibt die Form, bedient zu werden. Und ich frage dich, welche Haltung ist bei dir normal? Natürlich gibt es Extremsituationen, auch hier in der Kirche, wo es sehr gut tut, wenn es sich mal um mich dreht. Wenn ich im Gottesdienst angesprochen werde, ist das total wichtig. Und wenn ich mit einer Erwartungshaltung in den Hauskreis komme, dass ich dort aufgefangen werde, das ist gut. Davon rede ich nicht. Und genauso ist es eine gute Haltung, zu sagen, ich möchte anderen dienen, ohne mich selbst aufzugeben. Ein Mensch, der immer nur anderen dient, der keine eigene Meinung mehr hat, das ist auch ungesund. Aber ihr versteht, worum es geht. Ja, es gibt das Dienen und das Bedientwerden. Ich möchte aber noch eine Stufe tiefer gehen. Wo kommt das her? Was beeinflusst, ob ich anderen diene oder bedient werden möchte? Es hat damit zu tun, wessen Diener bist denn du? Wessen Diener bist du? Wer lenkt und leitet dich? Bei wem buckelst du? Wem bist du untergeordnet? Jesus hat mal gesagt, man kann nur einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Und wenn ich diesen Gedanken weitergebe, sage ich, ich kann auch nur von einer Macht Diener sein. Ich kann ein Diener Jesu Christi sein und ich kann ein Diener des Teufels sein. Wir können nachher diskutieren, ob es eine Grauzone gibt. Ich weiß. Man kann alles diskutieren. Heute geht es darum, wenn ich Diener Jesu Christi bin, dann wird es mir leicht fallen, auch anderen Menschen zu dienen, weil ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich ein Diener, ich sag mal ein Diener von mir selber bin oder ein Diener des Teufels bin, werde ich immer Angst haben, dass ich nicht genug bekomme. Ich glaube, der Teufel hat so eine Stimme, die sagt, es reicht noch nicht. Du kriegst nicht genug, du kommst zu kurz. Du musst dich selber darum kümmern. Jetzt ist mal deine Zeit. Und langsam kommt dieser Hunger, diese Gier. Ja, da will ich doch was haben. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das tut einer Gesellschaft nicht gut, wenn sie von Egoismus beherrscht wird, wenn sie von Menschen beherrscht wird, die nicht auf das andere achten. Luther hat das noch spitzer getrieben. Er hat gesagt, man wird geritten. Und zwar wirst du entweder von Gott geritten oder vom Teufel geritten. Und Luther hat noch einen zweiten Satz gesagt, den ich mag. Er hat gesagt, orientier dich immer darum, was Christum treibet. Also auf Hochdeutsch, orientier dich daran, was Christus groß macht, was Christus wichtig ist. Und wenn ich auf Jesus gucke, stelle ich fest, ihm ist es wichtig, anderen zu dienen. Ich habe eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte wird auch genannt die Geschichte des Heiligen Geistes, weil Jesus auf die Welt kommt. Die Geschichte von Jesus wird in den Evangelien erzählt und sie wird erzählt so, dass sie nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten, was wir jetzt bald feiern, weitergeht. Und Jesus sagt, ich schicke euch einen Tröster, ich schicke euch einen Beistand, ich schicke euch einen Geist, eine Macht, die immer bei euch ist. Und danach geht es mit der Apostelgeschichte weiter. Die ersten Kirchen entstehen, Paulus wird bekehrt, eine wunderschöne Bekehrungsgeschichte, wie Paulus ein Christ wird. Und Paulus macht sich auf den Weg und erzählt die gute Botschaft. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, ich werde den Text
vorlesen und auf einzelne Verse eingehen. Denn hier erkennen wir, wie Dienst aussehen kann und wie Dienst in einer Gemeinschaft stattfindet. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra, also in der Türkei. Und Lystra lebte ein junger Jesu-Jünger namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien noch nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf der weiteren Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Erster Punkt: Paulus sammelt sich ein Team. Spätestens hier merkt Paulus, ich brauche ein Team, und auch Lukas war später Wegbegleiter von Paulus. Er sammelt ein Team, weil sie feststellen, zusammen geht es besser. Es gibt auch Konflikte im Team, ich weiß, diese Barnabas- und Petrus-Geschichte. Hier sammelt Paulus ein Team. Und Timotheus ist bereit mitzukommen und sie gehen eine Dienstgemeinschaft ein. Sie sagen, wir haben das gleiche Ziel, Menschen zu Jesus Christus führen, als Gemeinde wachsen, komm, wir machen etwas zusammen. Und dann in allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Ich lese heraus, wenn Christen als Team zusammenarbeiten, passiert etwas. An dieser Stelle werden neue Gemeinden gestärkt. An dieser Stelle werden Leute ermutigt, Lehre wird erzählt, es tut der Gemeinde gut. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Geist Gottes hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Spannender Punkt: wenn du als Team unterwegs bist, in deinem Hauskreis, in deinem Dienst, in deinem Diakonat, sei offen für das Reden des Heiligen Geistes. Die verlaufen sich nicht in einer weltlichen Organisation. Die verlaufen sich nicht in weltlichen Dingen, sondern sie achten darauf, was der Heilige Geist, was Gott sagt. Total wichtig für eine Kirche. Wenn wir aus dem Fokus verlieren würden, was der Heilige Geist uns sagt, wie wir als Team, als Christ leben und was wir tun sollten, wird es schräg. Und spannenderweise sagt der Heilige Geist hier sogar zweimal Nein. Und sie gehorchen. Und das Wunder passiert, Gott spinnt seine Geschichte weiter. Die erste Gemeinde in Europa wird gegründet. Denn es heißt weiter: Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Der nächste Punkt: warum dienen wir nochmal? Warum sollten wir als Gruppe zusammentreffen und anderen dienen? Weil Hilfe nötig ist. Weil es genug Leid und Schmerz auf der Welt gibt. Weil wir mit unserer guten Botschaft dazu beitragen können, dass es den Menschen besser geht. Jesus ist eine super Persönlichkeit, eine super Gelegenheit, um Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und hier kommt in einer Vision zum Tragen, dass die Not groß ist. Und ich frage dich, siehst du die Not in deinem Umfeld? Und tust du etwas? Tust du etwas mit deinem Team? Ich frage mich das selber auch. Und hier lesen wir,
ein Mensch sagt, komm und hilf uns? Und wie reagiere ich, wenn mir jemand Hilfe, mich um Hilfe bittet? Sage ich, hey, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Oder sage ich, nee, lieber nicht, mach mal lieber selber, ich muss mich selber noch um mein Ego kümmern. Spannender Punkt, Vers 9. Jetzt Vers 11. Nachdem unser Boot von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. An Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Und jetzt, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatria, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, sich taufen lassen ließ, lud sie uns zu sich ein. Und sie sprach, wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns, dass wir einwilligten. Wenn wir als Gemeinschaft, als Dienstgemeinschaft unterwegs sind, können wir nur so viel tun, wie Menschen tun können. Es ist wichtig, dass wir auch hier darauf achten, öffnet der Herr ein Herz. Wir müssen erwarten, dass Gott wirkt. Und wir müssen auch dort eine Grenze ziehen, dass wir nicht alles selber machen können. Wir sollen versuchen, unser Möglichstes, damit Gott das Möglichste geben kann. Wir sollen versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, wo Gott das Herz von anderen Menschen aufschließen kann. Und hier passiert es so, dass eine Frau Christ wird, dass ihr ganzer Haushalt christlich wird, dass die erste Gemeinde gegründet wird in Europa. Das ist übrigens die neue Genfer Übersetzung, eine schön zu lesende Bibel. Wer noch eine Bibel sucht, kann sich die gerne mal anschaffen. Was wird deutlich? Es wird deutlich, in der Gemeinschaft geht es besser. Es wird deutlich, es ist auf viele Aspekte anzuwenden, dass wir in einer Gruppe besser unterwegs sind. Und wie wir einander begegnen, mit einer dienenden Haltung, mit einer Haltung, die es voranbringt. Auch ich erlebe in meinem Alltag, dass es im Team leichter läuft. Ich habe zum Beispiel mit den Studenten, den internationalen Studenten, den englischen Gottesdienst angefangen. Und wenn wir einen Gottesdienst planen, dann brauchen wir viel Hilfe. Ich schaffe das alles nicht alleine. Und wie gut ist es, dass ich Aufgaben abgeben kann, dass wir gemeinsam besprechen können, was ist deine Gabe, was ist deine Stärke, wie können wir das einbringen, damit wir etwas Großes schaffen können. Auch hier, schaut euch um. Ich alleine könnte diesen Gottesdienst nicht stemmen. Auch du alleine kannst einen Hauskreis nicht alleine stemmen. Wir brauchen ein Team. Und wie schön ist es, wenn wir zusammenarbeiten. Wie schön ist es, wenn wir zusammen besprechen können, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir unsere Stärken einsetzen. Jesus hat auch etwas erlebt und Jesus hat auch diesen Dienst vorgelebt. An einer Situation hat Jesus den Platz verlassen, völlig unerwartet, und hat sich niedergekniet und hat sich Arbeitskleidung angezogen, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das war sehr ungewöhnlich, dass ein Rabbi, also eine achtvolle Person, ein Lehrmeister, etwas tut, was erniedrigend ist. Eigentlich Sklaven, Hausbedienstete, die waschen anderen Menschen die Füße. Und Jesus sagt, ich möchte euch die Füße waschen
und ich tue das jetzt auch. Und er fängt an, die Füße zu waschen. Und dann gibt es ein Gespräch mit Petrus. Petrus ist ein aktiver Mensch, sage ich mal. Der weiß alles besser, der ist auch immer schnell. Und Petrus fängt eine Diskussion mit Jesus an und sagt, Jesus, das geht doch nicht. Wenn du der Herr und Meister bist, dann darfst du uns doch nicht die Füße waschen. Wenn, dann müssten wir dir die Füße waschen. Und jetzt macht Jesus etwas deutlich. Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus weiß, dass er Würde, Anrecht, Schutz und Sicherheit bei Gott hat. Und darum ist es gar kein Problem zu dienen. Ihm war im Endeffekt vollkommen egal, was die Jünger jetzt über ihn denken, weil er weiß, meine Identität, mein Wert ist in Jesus gegründet. Wenn dir Dienen manchmal schwer fällt, wenn es dir schwer fällt, vor anderen zu knien, ihnen etwas Gutes zu tun, kann es sein, dass dir nicht klar ist, wer du bist. Ich meine damit, hat dir Jesus schon mal die Füße gewaschen? Hast du jemals anerkannt, dass Jesus dich reinwäscht? Hast du schon mal erlebt, wie schön es ist, sauber zu sein? Also jetzt nicht nur im Gesicht, sondern in deiner Seele, in deinem Herzen. Und wenn nicht, lade ich dich ein, heute einen nächsten Schritt zu gehen, Jesus anzuerkennen als den großen Saubermacher, als der, der sich vor dir niederkniet und dir dient, indem er dich rettet und dir ermöglicht, ein neues Leben zu führen, ein neues Leben, in dem du gut und gerne anderen Menschen dienen kannst. Weil du weißt, ich bin ein Diener Christi und er stattet mich aus mit Gaben, er gibt mir Befreiung, er gibt mir Neuanfang, er reißt mein altes, egoistisches Herz raus und will mich von Grund auf erneuern. Und dann kann ich gerne dienen, dann kann ich der Not in meinem Alltag, auf der Arbeit, in der Schule begegnen. Und ich kann sagen, wie kann ich dir helfen? Ich habe da einen, der hat auch mich gerettet, darf ich dir den mal vorstellen? Dienen hat viel mit Identität zu tun. Ich frage mal in die Runde, wie kann Dienst heute aussehen? Also wir müssen nicht anderen Menschen die Füße waschen, aber wie kann es heute aussehen? Es kann so aussehen, dass wir anderen praktisch helfen, dass wir ihnen gut tun, dass wir sie begleiten. Es kann heißen, dass wir sie unterstützen. Da, wo sie Not haben, da, wo sie nicht weiterkommen, da unterstützen wir sie. Es kann auch heißen, dass wir sie ermutigen. Es war ein sehr schönes Zeugnis von Hannelore. Wir als Kirche halten zusammen und ich hoffe, dass wir niemanden verloren haben in dieser Zeit. Und ich ermutige euch, ich ermahne euch, dass wir unsere Nächsten nicht vergessen. Dass wir, wenn die Gottesdienste wieder ganz normal werden, wir noch mehr Menschen sind und niemand auf der Strecke geblieben ist, dass wir einander dienen. Diese Dienstgemeinschaft, von der Paulus geredet hat und das, was wichtig wird, wie Jesus das vorgelebt hat, führt zu einigen Punkten. Ich lade dich ein, in deiner Gemeinschaft, in deiner kleinen Gruppe, dort, wo du mit Menschen zusammen bist, über Folgendes nachzudenken. Tut doch das, was euch schon längst auf dem Herzen liegt. Ich bin mir sicher, dass der Geist Gottes schon längst zu euch gesprochen hat und dass der deutlich wird, was ihr tun könntet. Und darum ist mein erster Tipp heute, tu, was dir schon auf dem Herzen liegt. Das zweite, wenn du nicht weißt oder wenn ihr als Gruppe nicht wisst, was ihr tun sollt, hey, fragt doch, wo ihr anderen dienen könnt. Menschen sind manchmal total überfordert, wenn auf einmal Hilfe kommt und jemand mit herzlicher Einstellung fragt, wie kann ich dir dienen? Das macht was mit einem. Und wir dürfen gerne fragen. Und zuletzt sage ich auch, informiert euch doch bei uns als Güldene Pforte, was es zu tun gibt. Wir haben viele verschiedene Aufgaben, viele verschiedene Dienste und es ist auch noch Platz für dich und mich zum Mitarbeiten. Und wenn du nichts findest, wo du gerne mitdienen kannst, dann starte etwas Neues.
Dafür könnt ihr gerne auf mich zukommen, kommt auf die Ältesten zu. Wir freuen uns, wenn Kirche sich weiterentwickelt. Wir freuen uns, wenn du dich mitbeteiligst. Vielleicht hast du die geniale Idee für die Kirche der Zukunft. Wie schön wäre es, wenn wir das gemeinsam erleben, wenn wir diesen Schatz an Kreativität gemeinsam tragen. Ich beende mit einem Gebet und dann singen wir das Lied "Herr, wohin sonst sollte ich gehen?" Denn das macht auch deutlich, dass wir immer zu Jesus gehen können. Es macht deutlich, dass es sich um Jesus dreht. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns eine neue Identität gibst und dass du uns ermöglichst, Diener zu sein. Danke, Jesus, dass du uns vormachst, dass wir anderen dienen sollen. Danke, dass du uns in ein Team stellst, dass wir nicht alleine sind, dass wir voneinander lernen dürfen, dass wir unsere Gaben aufteilen dürfen. Danke, dass wir als Gemeinschaft stärker sind und dass du dieses Prinzip offenbart hast in der Bibel. Und Herr, ich bitte dich, dass wir als Güldene Pforte, als Kirche zusammenwachsen, dass wir wachsen und erleben, wie schön es ist, wenn wir zusammenhalten, wenn wir als Gruppe zusammen dienen. Und Herr, ich bitte dich für alle, die diesen Livestream hören, die jetzt live dabei sind, wenn sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, bitte mach ihnen Gewissheit ins Herz, dass sie gerettet sind, dass sie reingewaschen sind und dass sie geborgen sind. Sei du jetzt der gute Hirte, sei du der, der sie beschützt. Danke, dass wir bei dir einen Neuanfang machen dürfen und danke, dass du uns herausrufst in eine nicht egoistische Lebenshaltung. Bitte arbeite weiter an uns und führe das zu Ende, was du begonnen hast. Amen.